Es ist die entscheidende Nachricht dieses Börsentages, wahrscheinlich sogar für die gesamte Börsenwoche und darüber hinaus. Denn die Gelddruckmaschinen in den Vereinigten Staaten von Amerika werden weiter auf Hochtouren laufen. Die Schleusen bleiben geöffnet, die Flut strömt weiter mit voller Kraft. Denn Ben Bernanke, der hat heute bei der Anhörung vor dem US-Kongress erklärt, dass man so lange die Anleihenkäufe aufrechterhalten werde, wie dies notwendig sei, um die Lage am US-amerikanischen Arbeitsmarkt substanziell zu verbessern. Er hat ja vor einigen Wochen schon mal gesagt, der Zins zumindest, der wird so lange nahe Null bleiben, wie die Arbeitslosenquote nicht bis in den Bereich von 6,5% gesenkt werden konnte. Was er mit den heutigen Aussagen meint, das ist noch nicht ganz klar. Aber Fakt ist auf jeden Fall, dass es keine Drosselung der Anleihenkäufe in Milliardenhöhe gibt. Und das spült natürlich auch die Börsenkurse weiter nach oben. Aktien werden gekauft. Die Nachfrage nahm enorm zu nach den Aussagen. So gegen 16 Uhr liefen sie hier über die Ticker. Und das sorgte dann dafür, dass der deutsche Aktienindex erstmals in seiner Geschichte über die auch psychologisch wichtige Marke von 8.500 Punkten springen konnte. Er erreichte im Hoch sogar 8.557 Zähler. Der Dow Jones Index in New York, der lag im Hoch bei 15.542 Punkten. Auch dies war ein neuer Rekordstand. Und darüber hinaus konnte der Euro kurzzeitig zulegen gegenüber dem US-Dollar. Er stieg bis knapp unter 1,30 Dollar. Jetzt hat er wieder ein bisschen nachgegeben, bis auf 1,2880. Der Goldpreis konnte ebenfalls kurzzeitig anspringen, bis über die Marke von 1.400 Dollar. Hat sich aber jetzt auch wieder etwas nach unten bewegt. 1.374 US-Dollar müssen jetzt pro Feinunze bezahlt werden. Also hier ist natürlich jede Menge los gewesen. Und vor allen Dingen war es auch erfolgreich für die kurzfristig orientierten Privatanleger, die hier am Handelssegment Euwax der Börse Stuttgart tätig sind, denn die hatten sich positioniert in Call-Optionsscheinen und Long-Zertifikaten, rechneten also schon damit, dass es hier einen positiven Impuls für die Märkte geben könnte von Seiten der US-amerikanischen Notenbank und ihrem Präsidenten Ben Bernanke. Und tatsächlich kam es dann auch dazu und deswegen nahm man dann hier schnelle, kurze, satte Gewinne mit, verkaufte erst einmal wieder die Calls und die Knockout-Calls auf den deutschen Aktienindex und jetzt atmet man durch und will sich offenbar neu orientieren. Aktuell notiert der DAX etwas unter seinem Rekordhoch, aber immer noch bei 8.522 Zählern über der 8.500er Marke mit 50 Punkten oder 0,6% im Plus.